Und da sind wir bei Livezone. Ich freue mich, heute am Kinotag einen echten, sehr, sehr talentierten Schauspieler an meiner Seite zu haben. Wunderbar, nämlich Tom Barker. Schön, dass du hier bist heute Abend. Und einige habe ich ja eben schon gesagt, oder was heißt einige, viele von euch werden natürlich kennen. 2006 bis 2011 war er natürlich in der Rolle des Keule unterwegs in der RTL-Serie. Alles, was zählt, absolut bekannt geworden. Bis 2011, gerade schon gesagt, warst du dabei. Aber was ich absolut faszinierend finde, da werden wir natürlich jetzt auch mal drüber unterhalten, bei dir ist so die große Überschrift, wenn man so will, vom Bergarbeiter wirklich auch zum professionellen Schauspieler. Weil du hast tatsächlich, ich glaube, bis Ende 1999 wirklich unter Tage auch gearbeitet, bist ja auch gebürtig aus Duisburg. Ja, genau, so ist das. Ich war bis 99 noch im Bergbau unter Tage, dann habe ich einen Unfall gehabt leider und dann... Was habe ich berufsunfähig auch dann? Berufsunfähig ja. geworden, 2 Jahre auch darauf krank gewesen und man wusste auch nicht, ob ich, dass ich nochmal laufe schon, aber nicht mehr wie und was und Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Und dann Trennung von Frau und Kind und dann saß ich irgendwann mal in meiner 33,5 Quadratmeter ja. großen Wohnung und habe gedacht, was machst du denn jetzt? Ja. Und dann stand in der Zeitung so eine Anzeige von so einer Casting-Agentur und ja, dann ging es los. Ja, das war, glaube ich, Casting-Agentur hier in Düsseldorf. Die genau, hat genau Deborah und Antje, ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hießen, aber da stand in der Zeitung, Deborah und Antje machen sie vielleicht in Klammern zum Star oder irgend sowas. Ja. Ne? Und ja, ich denke, ruf mal einfach an. Das war ein Samstag. Und ich bin dann montags, konnte ich dann auch hinkommen. Ja. Und dann bin ich eine Woche später in so einer Serie gelandet. Nesthocker hieß die. Das ging richtig schnell dann auch schon ja, los. Genau. Ja, ja, genau. Ah, gut, das war noch ein Komparsenjob. Da habe ich nochmal ja. so einen Karton durch durchs Bild getragen. Und auch mit Helmut Zierl, was lustig ist, mit dem habe ich jetzt mittlerweile schon 3 Filme ich gemacht. Ich wollte gerade sagen, das waren schon ein paar Filme mittlerweile. Ja, ja. Und so fing das an. Dann kam Tatort, da hat mich die Tatort-Regisseurin gesehen, fand mich ganz toll und hat mir auch meine erste große Rolle gegeben. Und das war, glaube ich, Tatort der Kindstod. Kindstod, genau, genau, genau. Und aber trotzdem war es lustig irgendwo, das muss ich nur kurz erzählen, weil ich hatte einen ganz tollen Dialog mit dem Dietmar Bär, den Schenk. Ja. Heißt er ja in der Folge. Richtig, und ich spiele den Kölner Kommissar. Genau, und ich bin ja auch später dann von Anna Thalbach erschlagen worden. Und, kann auch nicht jeder von sich behaupten. Nee, genau. Knutschen musste ich die auch. Das war auch für mich auch, sage ich jetzt mal, erste Rolle. Dann so eine große Schauspielerin, wie küsse ich die? Und das war alles für mich utopisch. Ist es heute eigentlich noch, weil ja. ich sehe mich nicht so, wie andere mich sehen. Aber auf jeden Fall hatte ich einen ganz tollen Dialog mit dem und ich war da richtig stolz drauf. Und sitzt dann sonntags, als er dann ausgestrahlt wurde, der Tatort mit ganz vielen Freunden, Bier, Chips und so. Ja. Und was haben sie gezeigt? Mich nur als Leiche. Und da habe ich natürlich den Ruf weggehabt, guck mal, da kommt die Leiche wieder an. Ne? Und ja. Das waren so meine Anfänge. Ja, und dann hast du irgendwann auch natürlich die Idee gehabt, ich muss vor allen Dingen auch mich weiter präsentieren, ja auch anhand von den berühmten Showreels auch. Das heißt, du musst natürlich auch Sachen sammeln und rausschicken. Und das war halt das Krasse bei dir. Ich meine, die gesamte Geschichte ist ja wirklich sehr, sehr außergewöhnlich bei dir. Aber es waren natürlich viele Hochs und Tiefs, sowohl auch gerade auch auf persönlicher Ebene, auf familiärer Ebene. Aber du hattest wirklich zu dem Zeitpunkt, als du diese Showreels rausschicken wolltest, ich glaube, gerade mal so noch 2 Euro gehabt und hast dann die Idee gehabt, was essen was oder Showreel rausschicken. Ich hab gedacht, wie komme ich jetzt an die fetten Rollen? Ja. Und dann habe ich Kurzfilme gedreht. Die Fahrt dahin, sag ich mal, wenn das jetzt irgendwo in Hamburg war oder wo auch immer, Hotel, kriegst du alles bezahlt, kriegst nur keine Gage. In ganz vielen Filmen kriegt man keine Gage, aber ich hatte genug Material dann. Ja. Dann habe ich mir was zusammenschneiden lassen und dann, natürlich war es auch finanziell nicht toll und dann lag da 2,20 und das Demo. Was hole ich mir? Was mache ich jetzt? Brot holen oder verschickst du das Demo? Und meistens ging das Demo raus und so muss man auch mal was investieren. Also wenn ich in der Pizzeria aufmache, muss ich auch was investieren. Und so war es auch im Schauspiel, sage ich jetzt mal. Aber es hat in der Tat funktioniert, weil du hast schon mit einigen ganz, ganz Großen zusammengearbeitet. Jürgen Prochnow etwa oder auch, haben wir auch vor ein paar Wochen darüber berichtet, der Film war ja auch neulich im Kino, Udo Kier aus Köln. Da hast du wirklich in richtig großen Produktionen auch mitgearbeitet. Ja, mit Udo Kier, das war ein englischer Kinofilm. Ja. Und mit Jürgen Prochnow war ein amerikanischer, The Poet. Ja. Genau, also das war noch in meiner Anfangszeit so. Also das war schon toll. Also auch mit diesen großen Leuten auch zu arbeiten. Und
ich denke immer so, ich weiß auch nicht, umso größer die Leute sind, umso toller sind sie eigentlich irgendwo. Keine Stahllüren oder irgendwas. Ja. Im Gegenteil, Jürgen Prochner hätte mir beinahe während des Drehs die Hand gebrochen, weil wir gleichzeitig so eine Tür stürmen mussten und gleichzeitig die Klinke in der Hand hatten. Und lustig war, nach Jahren, ich war auch beim Steiger Award, ja, und da war er auch, und der hat mich sofort erkannt, und das fand ich auch ganz toll. Wir hatten uns jahrelang ja auch nicht mehr gesehen. Ja. Udo Kier haben wir beide im, ja, im Vorgespräch eben festgestellt, vor knapp 10 Jahren war eine große Geburtstagsfeier von ihm hier in Düsseldorf. Da haben wir auch damals geredet. Das war echt eine unglaublich irre Nummer. Das weiß ich noch. Ich glaube, es war so eine Vampir-Hochzeit. Die da, ja, genau. Der ist 2004 ist der 60 geworden, und dann bin ich auf den Geburtstag eingeladen gewesen, und ich wusste ja gar nicht, was mich da erwartet. Komm da rein, und alles nur Vampire. Ich denke, was ist hier los? Ich habe meine Schwester mitgehabt. Ich habe gesagt, komm, wir gehen jetzt wieder, und ich habe richtig Panik gekriegt, und ja gut, dann hat man ein bisschen was getrunken, ne, und dann wurde es lustig, und ja, also eine Vampir-Hochzeit und eigentlich sehr, sehr außergewöhnlich. Ja. Udo Kier ist auch... Das passt aber auch zu ihm, das absolut, passt definitiv zu ihm. Absolut, ja. Dann kam irgendwann die große Anfrage von Grandi Ufer damals, eine bestimmte Rolle zu übernehmen, denn die Rolle des Keule für die RTL-Serie Alles, was zählt. Und das ist ja auch eine Geschichte, da bin ich vor allen Dingen auch hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, auch wo ich die meisten Leute kenne. Ja gut, durch die Keule, genau, ja. Keulchen, der liebe... Ich glaube, Marc Schneider hieß du dann, alias Keule war es. Aber das wissen, glaube ich, gar, ja, nicht viele, die kennen mich nur unter Keule oder Keulchen. Annette hat immer Keulchen gesagt. Und ich weiß nicht noch, der erste Drehtag, Keule heißt du, sagt sie so zu mir, ich nenne dich Keulchen einfach. Das fand ich auch sehr witzig. Also ja, obwohl das auch ganz witzig ist, ich habe die Rolle erst abgelehnt. Das, ja, ist wirklich so. Ich wurde angerufen und ich habe gerade einen Kinofilm, 2005 war das, habe ich Schwarz Null. Schwarz Null war Hauptrolle, genau, ja, meine erste Kinohauptrolle. Und ich habe auch mal Anfang 2006 2 Folgen bei Unter uns, mhm, mitgespielt. Und daher kannten die mich natürlich, ja, auch. Und dann bekomme ich einen Anruf, ich weiß gar nicht, wann das war, im März, glaube ich. Ich kam gerade aus dem Cobra 11 Casting raus, und haben die mich angerufen, und ja, hier Rolle so und so, sollte noch eine Telenovela werden. Ja. Dianas Traum sollte eigentlich die Serie erst heißen. Okay. Ja, Dianas Traum, und ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ist ja egal, ich bin ja gar nicht mehr drin. Egal. Bis 2011 hast du mitgespielt. Genau. Und dann haben die gesagt, haben die mir das alles erzählt, und dann, aber die Rolle wird nicht mit einem Schauspieler besetzt, sondern mit einem Kleindarsteller. Mhm. Und aber ich habe ja wirklich angefangen als Komparse, richtig, dann, ja, Kleindarsteller, und habe das alles hinter mich gelassen, obwohl, ja, ich Kohle machen hätte können, sag ich mal, wie Sau. Ja. Aber und du musst wirklich dann irgendwie, entweder machst du das oder machst du das nicht. Und als Kleindarsteller wirst du dann bei den Schauspielern auch nicht so ernst genommen. Ich habe einfach gesagt, nein, Kleindarsteller mache ich nicht mehr. Ja. Ich bin Schauspieler, und wenn ich jetzt wieder, das wäre genauso, als wenn ich Meister bin und werde wieder Vorarbeiter. So habe ich das gesehen und so habe ich das auch gesagt. 3 Wochen später haben die mich wieder angerufen, und dann, ja, haben die mir das Gleiche nochmal gesagt, und dass sie das jetzt mit einem Schauspieler besetzen. Und dann musste ich noch eine DVD dahin bringen, ja, und einen Tag später, du bist es. Dann warst du Keule, und das bis 2011. Und was ich absolut faszinierend finde, hatten wir eben auch ganz kurz drüber gesprochen, letzte Woche war ja die große Vorstellung in den Pinewood Studios, der brandneue James Bond fürs kommende Jahr Spectre. Aber deine Geschichte zum vorherigen Film Skyfall, die ist auch unglaublich interessant, denn da sollte auch eigentlich was passieren bei Skyfall. Richtig, das war der absolute Knaller. Das war 2010, da war ich auch 6 Wochen lang in der Presse deswegen. Also 3 Wochen, weil ich es fast geworden wäre, weil ich unter den letzten 2 war. Ja. Was ich der Presse dann hinterher nicht mehr gesagt habe, dass ich es dann auch geworden wäre. Aber dann sind die ja pleite gegangen, MGM, und es wurde absolut neu besetzt. Ja. Lady Gaga sollte eigentlich... Die sollte auch. Die sollte den Soundtrack auch, ja, machen und auch mitspielen. Und ja, so viel ich weiß, ist der Einzige, der übergeblieben ist, Ralph Fiennes. Mhm. Und ich wäre nicht der Hauptbösewicht gewesen, sondern der Lakai. Aber das war so eine tolle Rolle. Wahnsinn. Und wie gesagt, ich habe ja auch gerade im Vorgespräch schon gesagt, mein Sohn, der Marvin, jedes Mal, wenn dann der Trailer rauskam von Skyfall, und da gab es eine Szene mit so einer Harpune, und dann hat er mir, und hast es gesehen, Papa? Boah, ich sag, Marvin, jetzt hör auf damit. Weil das war natürlich... Aber wie ich schon gesagt habe, da geht eine Türe zu und da vorne geht eine auf. Ja. Und das hat alles irgendwo immer irgendwas zu bedeuten, warum, weshalb, wieso. Und deswegen, also ich bin jetzt 50 geworden
Und ich habe noch, glaube ich, noch einen schönen Weg vor mir. Definitiv. Sehr viele interessante Rollen gehabt, sehr viele interessante Filme. Aber es hat funktioniert wirklich von Duisburg aus in die große, große Filmwelt. Wir werden gleich noch viel mehr über dich erfahren, vor allem auch über dein Leben als Musiker auch. Du hast ja auch viele Songs schon aufgenommen. Und über das aktuelle Projekt werden wir auch sprechen. Hast du noch ein bisschen Unterstützung mitgebracht. Gleich viel, viel mehr hier bei uns bei Lifestyle. Tom Barker immer noch zu Gast bei mir. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Und gleich